Ständig dreht sich das um die SHD-Technologie und damit allerseits und willkommen zurück bei der Beta von The Division 2. Und da ist noch was, Fallschaden, ja. Doch über uns, weil gelber Fall nach oben. Ist hier nirgendwo eine Leiter? Oh, das war das Einsatzziel. Komme ich hier irgendwo? Ja, hier. Irgendwo wieder hoch. Lebensmüde und tot. Finde ich gut. So, Farbnahkämpfer. Da hinten war ein Scharfschütze. Jetzt kommen endlich zu viele Nahkämpfer an. Der schiebt uns hier direkt in den Scharfschützen, in den Wirkungsbereich rein. So, jetzt wieder alles normal. Status-Effekt weg. Na, trauen wir uns vor. Ja, komm. Kommt wieder jemand hoch? Ich komme nicht rum. Ach, geht doch von der Tür weg. Ey, hallo. Puh. Steuerung vom Feinsten. So, alle weg. Rüstung wieder voll. So einfach dann doch. Naja, war bloß ein Nebeneinsatz. Der Behälter war einfach jetzt mal wo drin. In dem Gebäude. Das Hotel verlassen. Dann hauen wir einfach mal ab. Kein Schloss. Wollt trotzdem mal drauf schießen. The exit is up ahead. Time to check out. Hier ist aber eine schöne Lichtstimmung. Munition, dann gibt's hier noch Kampf. Fahrstuhlhofen. Moment, das schaffe ich. Das Spiel ist kaputt. Also das Bild als Spiel. Natürlich nicht die Bilder von The Division 2. So, von hier sind wir gekommen und jetzt das Hotel immer noch verlassen. Ja, aber wie, wenn keine Aufzüge da sind? Oder gibt es hier irgendwas zum Anseilen? Na, doch hier. Jetzt müsste ein Fahrstuhl runterkommen. Die haben uns noch nicht bemerkt, die Dödel. Ah, alle sind so raus aus dem Wirkungsbereich. Ich brauche unbedingt dieses Zeug, was automatisch hochgeht. Wenn es aufkommt. Kontaktgranaten C4. Ne, wir kümmern uns erstmal um die Kleinen drumherum. Der kommt uns hoffentlich nicht zu nah. Der Schildträger. Red Lord Bang. Und da oben jetzt nicht zwei, weil der hat so schnell seine Position von da nach da gewechselt. Deswegen wirkte das gerade wie ein zweiter. Ah, ist noch einer oben. Gott. So, jetzt bist du alleine, oder? Ah, dann lass dir es schmecken. Bleib da stehen, bleib. Da stehen, das war jetzt ein Blendgranate, oder? Deswegen war der auch so geblendet vorhin, so verschwommene Sicht. Kann man die Granaten wechseln? Jetzt haben wir keine mehr. Ah, das waren doch jetzt eindeutig Blendgranaten.
Deine Füße gucken raus, du Blödmann. Jetzt dein Rest. Genau auf seine Hand schießen. Jetzt nochmal runter Munition auffüllen. Was hängt da an der Wand? Ah, eine Sicherung. Nee, Schlüssel des Outcasts. Ich frage mich immer noch, was ich mit dem Zugangsschlüssel, mit dem gelben Schlüssel aus der, ich glaube, letzten Folge machen soll. Eine Geisel war da nicht in der Nähe. Also irgendwie was, was wir aufsperren hätten können. Wirkte nicht so. Ich wollte, dass der Schlüssel zu mir rauskommt. Take that Shade Tech cash to the quartermaster when you get a chance. Might as well get some use out of it. Munitionskiste. Die kennen wir schon. Und Stufenaufstieg. Jetzt sind wir Stufe 4. SHD-Technologie, Belter, Feldexperte, Anförderungsstufe, Anfertigungsstufe erhöht und auch noch etwas Lebensenergie. Man hat ja auch im ersten Teil, wenn man eine Stufe aufgestiegen ist, bessere Werte bekommen bei der Lebensleiste, bei der Schadensleiste und bei der Fertigkeitenleiste. Oh, hier gibt's Ärger, das ist gut. Da will ich mit ärgern. Mist, ich will auf deinen Behälter schießen. Bleib hier. Yeah! Incoming backup request. Willst du dich bei uns bedanken? Nö. Ich hätte mich auch so cool in die Deckung rollen können. Einfach mal in die Scheibe geworfen. Mit Waffe? Nee. Mit Schildchen in der Hand. Gestorben. Na, Kämpfer. Und Rüstung wieder voll, also aus die Maus. Munition. Schon wieder SHD-Behälter. Mit Technologie. Dann haben wir doch bestimmt schon 8 oder 9. Was haben wir denn noch? Da haben wir noch einen Haupteinsatz, Nebeneinsatz, Nebeneinsatz. Ja, hier oben haben wir schon alles sauber gemacht, dann hier runter. There's a Shade Tech cache sitting in the lab in the basement of the Bureau's headquarters building. That lab was repurposed to decontaminate equipment recovered from the dark zones. It's only a matter of time before the hyenas get in there. So be good to get to that cache before they do. Mir fällt's zwar schwer, aber ich versuche bei den ganzen Durchsagen, die wir bekommen, einfach nicht drauf zu hören. Was da ist, das will ich einfach dann im fertigen Spiel rausfinden. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das Spiel dann spielen werde, allerdings womöglich nicht zu Beginn, sondern wenn dann schon genügend Inhalt nachgekommen ist, weil Ubisoft hat schon gesagt, die wollen noch ganz viel Inhalt nach Release mit ins Spiel bringen und dann will ich es lieber in einem Rutsch spielen, als so häppchenweise. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich das Spiel dann, wenn es fertig ist, spielen werde. Und da will ich nicht einfach noch mehr... Die Story wird hier nicht so überragend wichtig sein. Aber dennoch will ich sie so gering wie möglich halten, die Erfahrung hier in der Beta mit der Story. Was ich schon gehört habe, es soll sich jetzt weniger um den Virus drehen, sondern mehr um die Leute hier. Das glaube ich so, ja. Das Einzige, was ich bisher weiß, was dabei The Division 2 anders sein soll. Ey, Schrotflinten Heinz, lass das. Ich dachte, er hat ein Messer dabei und schießt erstmal nicht herum. Aber falsch gedacht. Was für eine dicke Straße. Alle Dreier. Yeah. Oh. Ausgebrannt. Upsala. Einfach mal in die Straße reingucken und die Architektur
sich zu Gemüte führen oder die schönen Bäume. Ach, das ist fein. Wir schießen einfach mit rein, Friendly Fire und so. Da ist jemand etwas benommen. Der irgendwie auch. Er patrouilliert, ja, das sieht man. Der Nahkämpfer läuft wieder so quer. Jetzt husten die alle auf einen Punkt. Lass dich. Es würde dem Spiel so gut tun, wenn die KI nicht von den Ubisoft-Servern berechnet werden würde. Stichwort, fertiges Spiel. Au. Irgendwie. Oder auch irgendwie nicht. Au. Jetzt habe ich hier die Position gewechselt und ich bin nicht aus der Deckung gegangen. Das fand ich jetzt etwas verwunderlich, denn hat das jetzt zuletzt einige Male, als wir dann das gemacht haben und aus der Deckung sind. Der Stuhl schwebt jetzt nicht mehr. Wie voll ist unser Rucksack eigentlich? Granatwerfer. Die Tür. Voll die Beleidigung. Die Ärsche von hinten an. Nö. Oh, dicker Reifen, aber der macht nicht groß Bums. Das ist echt schade. Ich kaufe das Spiel nur, das fertige Spiel, wenn die Soundeffekte beim Reifen zerschießen geiler sind. So wie in Teil 1, Ubisoft, wisst ihr Bescheid. Wie der über die Deckung geflogen ist. Herrlich. So, Rüstung wieder voll da, also weiter geht's. Die Straße gefällt mir so breit und dann jeweils mit Bäumen an der Seite, die doch nicht mal klein sind, die schon ziemlich ausgewachsen sind. Das sieht schön aus. Nee, ich schieß nicht auf den Raben. Hier stapft wieder ein Reh durch Washington. Aber hier kann ich es mir auch gerade ganz gut vorstellen, denn die kommen bestimmt von groß außerhalb. Und mittlerweile ist es ja hier ziemlich, ja, idyllisch. Mehr oder weniger, wenn das Rumgeballer nicht wäre. Wie man hier wieder aufgehalten wird, wenn das man gerade auf dem Weg zu was ist. Läuft über, na dann musst du mal aufs Klo gehen. Fällt in das Auto rein. Ah, herrlich. Da hinten kommt noch ein Nahkämpfer an. Der kommt gefühlt wieder nicht vom Fleck. Wie weit das fliegt. Und wie langsam. Nicht jetzt. Patrouilliert. Ja, merkt man. Granatwerfer, oder? Oh, Stinker. Es wirkt, als würden die sich mit diesen Farbdosen Lebensenergie zuführen. Der hält was aus. Wieso kommen die Eierärsche jetzt von hinten? Das ist fies. Bist du jetzt immer noch hinter deinem Autochen? Oh, ich habe was fliegen. Kommt vielleicht zu uns. Achtung, Sprung. Weg. Hast du das? Njom. Es fliegt so langsam. Oh, falscher. Ein ordentliches Visier bin ich einfach gerade zu weit weg. Dann geht er den Bus entlang. Watch out.
Und Rüstung wieder da. So, jetzt gehe ich mal weiter. Ich werde ja ständig aufgehalten. Frechheit. Das Gebäude da mit dieser Kante, das sieht cool aus. Agent in need of backup. Nee, jetzt nicht. Jetzt komme ich mal mehr oder weniger weiter. Sieht beeindruckend aus. So groß. Da sind Kollegen. Bin vorbeigerannt. There's a Shade Tech cache sitting in the lab in the basement of the Bureau's headquarters building. That lab was repurposed to decontaminate equipment recovered from the dark zones. It's only met. The Shade Tech cache is in the lab in the basement. Expect to run into some hyenas. They've been trying to get in there for ages. Munition. Und es geht los. Dap, 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 dap. Treppen, Treppen hoch. Schönes Licht. Oh, viel zu viel Licht. Innenhof. Hier ist aber noch niemand, ne? Ist das ein Scharfschütze? Da hinten steht noch jemand. Jetzt müsste man uns eigentlich sehen. Vor allem der Scharfschütze da. Irgendwie ist der Scharfschütze gerade wichtiger. Die Pflanze schießt auf uns. Ich bewege mich mal, dann macht's die Sache für ihn schwieriger. Zum Glück halten die Nahkämpfer eben nicht viel aus. Dafür machen sie halt relativ viel Nahkampfschaden. Nee, wer krabbelt denn da? Oh, da ist ein Helikopter da oben. Okay, wir gehen mal weiter. Schneller wieder in Deckung. Jetzt springt er da runter. Oh ne, dann kommt er die Treppe hoch. Der will uns in den Rücken fallen. So, der hört dann jetzt auf. Noch ein Granatwerfer. Jetzt kommt er hoch. Jetzt nehmen wir gleich die Rüstung. Jetzt. Sieht so cool aus, wenn die Rüstung flöten geht. Dann möchte man das Klatsch ständig erleben. Finde ich aber auch gut, dass man jetzt längere Zeit braucht, um sich zu verbinden. Das macht es einfach etwas taktischer. Wie viele da lang rennen? Mist. Hat das so früh nachgelassen. Na komm schon, mach's uns nicht so schwierig.
Und Rüstung wieder da. Dann nutzen wir einfach mal diese Ruhephase für eine andere Ruhephase und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.